So, also was wir hier sehen, ist die voreinander gestellten Beine. Da gibt es zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Je nach Kontext, und das ist ja bei der Körpersprache immer wichtig, in welchem Kontext findet sie statt? Wenn wir das so sehen, dann kann das einmal sein, dass sich die betreffende Person, die sich so hinstellt, nicht ganz so sicher fühlt und mit diesem Bein im Grunde eine Barriere vor sich selbst schafft, sich damit so ein bisschen auch platzmäßig reduziert. Sie nimmt ja weniger Raum ein, weil sie sich unsicher fühlt. Das heißt, sie möchte sich eigentlich zurückhalten. Das kann jetzt aber auch in einem anderen Kontext eine völlig andere Bedeutung haben. Wenn sie nämlich im Kreis mit Freundinnen, mit Bekannten steht und sich angeregt unterhält, fühlt sie sich sehr sicher und stellt sich locker und entspannt in diese Position, weil sie gar keinen Angriff fürchtet und weil sie eben nicht unsicher ist und es sich deshalb erlauben kann, mit diesen voreinander gestellten Beinen eine eigentlich relativ unsichere Position zu haben. Denn was wir natürlich ganz klar sehen können, würde man uns in einer solchen Position einen Schubs geben, würden wir natürlich sehr schnell hinfallen. Aber insgesamt ist es eben hier ganz deutlich an dieser Situation zu sehen, entweder wir fühlen uns ganz sicher oder wir fühlen uns unsicher. Das ist immer kontextabhängig, wie im Grunde die gesamte Körpersprache immer kontextabhängig gedeutet werden muss. Also im Job lieber nicht machen? Im Job lieber nicht. Wenn ich mich vor anderen präsentiere, wenn ich vortrage, ist es eher nicht angebracht. Das wirkt unsicher, dann stellt das Bein eine Barriere dar. In anderen Zusammenhängen, im lockeren Gespräch mit Freunden oder Kollegen, ist es völlig in Ordnung. So, das haben wir hier, die verschränkten Arme. Das ist eine der am häufigsten fehlinterpretierten Gesten. Grundsätzlich denken sehr, sehr viele, verschränkte Arme sind immer negativ. Wenn wir uns jetzt aber vorstellen, dass jemand so an einer Bushaltestelle steht, dann ist das ja nicht negativ und deutet darauf hin, dass man dann in den Bus nicht einsteigen will. Das heißt dann einfach nur, dass man nichts zu tun hat und abwartet. Was daran aber typisch weiblich ist an dieser Geste, sie wird sehr, sehr häufig dann eingesetzt, wenn eine Frau friert. Männer frieren so gut wie nie auf diese Art und Weise. Männer frieren eher so, dass sie die Hände in die Taschen stecken, die Schultern hochziehen und über die unangenehme Kälte schimpfen. Ja? Also genau auf diese Art. Und eine Frau nutzt die Arme, die verschränkten Arme, tendenziell, nicht nur, aber tendenziell mehr als Schutz, zum Beispiel vor Kälte, oder eben auch als Rückzugsmöglichkeit, wohingegen ein Mann die verschränkten Arme eher einsetzt als Zeichen von Distanz oder Abwehr oder Zurückhaltung. Aber wie gesagt, auch nicht immer. Es kann auch einfach nur ein Zeichen sein von, ich höre zu, ich muss nicht aktiv sein, deswegen stecke ich die Hände jetzt weg. So, das ist eine Geste, die sehen wir eher selten bei Frauen. Die Hände werden weggesteckt, das heißt, zunächst mal senden wir damit ganz klar das Signal, wir wollen nicht aktiv werden. Wir sehen gar keine Notwendigkeit. Das kann sein, dass es auch gar keinen Grund gibt, aktiv zu werden. Oder es kann sein, dass ich in einer Führungsposition bin und es von daher nicht nötig habe, selbst aktiv zu werden. Ich habe ja andere, die das für mich tun. Was wir ganz häufig sehen, ist eine Hand in der Tasche, vorwiegend die linke. Das ist so eine Geste der Macht, nenne ich die immer. Wir sehen die ganz oft bei Wirtschaftsbossen, bei hohen Politikern, aber auch bei Führungspersönlichkeiten in einer etwas kleineren Kategorie. Die linke Hand gilt als Gefühlshand. Das Gefühl hat in dieser Situation nichts zu suchen und die rechte lassen wir draußen. Damit sind wir jederzeit einsatzbereit, um zu delegieren und andere die Arbeit für uns machen zu lassen. Ist das eine gute Position, eine gute Körpersprache für eine selbstbewusste Frau? Sagen wir mal so, sie mag vielen unangemessen erscheinen, was aber oftmals daran liegt, dass sie eben ganz klar dokumentiert, dass da jemand die Hosen anhat und delegieren kann. Und das wird von anderen oftmals nicht als positiv wahrgenommen, weil sie selber es nicht können. Grundsätzlich spricht in bestimmten Situationen nichts dagegen, wenn es zum Status und zur Position passt. So könnten wir uns gut jemanden vorstellen, der vor einer Gruppe von Menschen steht und jetzt gleich anfangen soll zu erzählen. Und anhand dieser Geste, anhand des Einsatzes der Hände können wir sehen, da freut sich jemand nicht unbedingt darauf, weil man hält sich an sich selber fest, man schafft eine Barriere, man weist die anderen vielleicht so ein bisschen zurück. Wenn man die Hände jetzt ein bisschen auseinander nimmt und die Handflächen ineinander legt, dann haben wir die sogenannte Moderatorengeste.
So, ja, die Hände sind so ein bisschen aneinander fest, aber ringen nicht miteinander. Das ist wieder ein Zeichen von Nervosität, sondern ruhen mehr ineinander. Das ist deswegen die Moderatorengeste, weil natürlich viele, insbesondere Fernsehmoderatoren oder auch eben auf der Bühne auftretende Moderatoren mit ihren Händen irgendwo hin müssen und sie ja nun auch nicht zwangsläufig immer was zu tun haben. Dann müssen sie die Hände irgendwo hinlegen, aber die Tatsache, dass sie sie nach oben geöffnet ineinander legen, zeigt auf der einen Seite Aktionsbereitschaft und auch eine gewisse Selbstsicherheit. Weil wenn die Hände ringen oder nach vorne eine Barriere bilden, dann ist es eher ein Hinweis auf Unsicherheit und ich baue mir eine Schutzmauer vor meinen Zuhörern, vor meinen Zuschauern. Ja, das ist eine Geste, die ich selbst nicht machen kann. Da ich eine Glatze habe, aber das ist auch wieder typisch weiblich. In dieser Situation, so mit dem entsprechenden Gesicht dazu, wirkt es jetzt nicht ganz natürlich, aber das ist eigentlich auch ein erotisches Signal, was Frauen senden. Wenn wir uns das jetzt vorstellen in einem Bistro, ja, die Dame sitzt allein am Tisch und hat Blickkontakt aufgenommen mit einem Herrn, den sie auch ganz sympathisch findet, der sie freundlich anlächelt. Und sie spielt an ihren Haaren herum oder wirft die Haare zurück oder streicht die Haare zurück, hinter die Ohren zum Beispiel, dann ist es ein Zeichen von, schau mal, ich zeige dir mein Gesicht, bin ich nicht schön, bin ich nicht attraktiv. Ich spiele mit meinen Haaren, ich zeige also, ich bin verspielt, ich lege den Kopf zur Seite, lege meine Halsschlagader frei, meine verletzliche Stelle und signalisiere damit, ja, du bist durchaus jemand, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er mich beschützen darf. Das heißt, es sind so typisch weibliche erotische Signale. Das wird aber eine Frau nur dann machen, wenn der Blickkontakt durch den Mann vorher nicht so war, wie er leider häufig ist, nämlich dass der Mann denkt, viel hilft viel und er guckt nicht nur einfach, sondern er glotzt, er starrt und hört nicht wieder auf. Ansonsten werden wir diese Signale wahrscheinlich eher selten zu sehen bekommen. Ist das eine Geste, die man einsetzen kann, um vielleicht den Gegenüber ein bisschen zu verwirren, um vielleicht seinen Punkt besser durchzukriegen? Das kann man versuchen, wobei ich mal wage zu bezweifeln. Das kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, weil wir müssen in der Körpersprache auch sehen, nichts gilt zu 100%. Aber ich sage mal, wenn es ein ernstzunehmendes, wichtiges Gespräch ist, wirkt das doch ein bisschen doch arg albern und ein bisschen arg verspielt. Aber in einem privaten Gespräch kann man damit sehr deutlich ein Signal senden, du interessierst mich. Ach so, ja, das ist das Spielen mit der Halskette oder das Spielen mit irgendetwas, was man am Hals hat oder um den Hals hat oder mitunter reicht auch einfach der Griff an die Drosselgrube. Wir nennen das hier die Drosselgrube, das Dreieck unterhalb der Kehle. Das ist auch so ein typisch weibliches Signal, eine typisch weibliche Geste. Das ist ein Zeichen von Unsicherheit. Entweder ich muss stark nachdenken, wie löse ich diese Situation, wie antworte ich jetzt, wie gehe ich jetzt mit dieser Sachlage um. Aber es ist immer ein Zeichen von Nachdenklichkeit oder eben auch Unsicherheit. Wir kennen das auch häufig mal, wenn man sich erschreckt oder wenn man etwas sehr Unangenehmes hört, dass man sich hier hinfasst mit einem schweren Einatmen, ach herrje, und sich damit praktisch eben damit den Schreck verdaut oder so reagiert, wenn man sich erschreckt oder wenn man sich Sorgen macht plötzlich oder etwas Unangenehmes gehört hat.